Herzen des Freistaates Sachsen zwischen Dresden, Leipzig und Chemnitz liegt der Landkreis Mittelsachsen. Die Wirtschaft in Mittelsachsen gehört zu den stärksten im Osten Deutschlands. Und das zu Recht. Ein vielfältiger Branchenmix, exzellent ausgebildete Fachkräfte und die enge Kooperation mit den vielen Forschungseinrichtungen vor Ort bilden die Grundlage für das Innovationspotenzial der Region. Das ist ökonomische Nachhaltigkeit. Und es lebt sich gut in Mittelsachsen. Ein vielfältiges kulturelles Angebot und die Wahrnehmung sozialer Verantwortung tragen zur hohen Lebensqualität bei. Erfolgsgeschichten tragen hier ganz individuelle Handschriften. Kommen Sie mit. Wir stellen Ihnen Menschen vor, die sich für die Region als Arbeits- und Lebensmittelpunkt entschieden haben. Und sie haben gute Gründe dafür. Kai Dornig ist erfolgreicher Jungunternehmer in Mittelsachsen. Seine Firma hat ihren Sitz im Freiberger Gründer- und Innovationszentrum. Hier entwickelt und fertigt sein Team erfolgreich Hightech-Messgeräte für die Elektronik- und Solarwirtschaft, einem starken Wirtschaftszweig in Mittelsachsen. Die Potenziale der Region als Wissenschafts- und Innovationsstandort haben bei der Standortwahl eine entscheidende Rolle gespielt. Die Standortvorteile der Region liegen in einer Vielfalt von hochspezialisierten Technologiefirmen und sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern, unter anderem von der Bergakademie in Freiberg, die es ermöglichen, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die gehobenen Ansprüchen entsprechen. Die Idee zur Unternehmensgründung entstand während eines Forschungsprojekts an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, einer der 10 stärksten Forschungsuniversitäten Deutschlands. Sie ist die älteste montanwissenschaftliche Universität der Welt und hat ein einmaliges Profil als Ressourcenuniversität. Mitbegründer von Freiberg Instruments, Professor Dr. Jürgen Niklas, emeritierter Professor der TU Bergakademie und jetzt Unternehmer. Die traditionell enge Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft in der Region erwies sich als Motor des Erfolgs. Man kann von einer regelrechten Tür-zu-Tür-Kooperation reden. Also auch auf Zuruf trifft man sich, wenn irgendwo interessante Fragen oder Probleme auftreten. Und das ist eine völlig andere Atmosphäre des Miteinanders, als man das so traditionell von mehr oder weniger hoch eingestielten offiziellen Kooperationsverträgen kennt. Von der Fachkompetenz und dem Engagement seines Teams ist Professor Niklas begeistert. Ebenso von dem vielfältigen kulturellen Angebot, einer der wichtigen Faktoren für die hohe Lebensqualität in der Region. Dass regionale Entwicklung auch Kulturförderung bedeutet, wird in Mittelsachsen verstanden. Das Mittelsächsische Theater mit seinen Bühnen in Freiberg, Döbeln und Kriebstein blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Seinen Arbeitsplatz tauscht Niklas am liebsten gegen einen Platz in Reihe 3 im Freiberger Theater. Es ist das älteste Stadttheater der Welt mit eigenem Ensemble. Und auch die Landwirtschaft hat Tradition in Mittelsachsen. Die frischen Produkte gelangen auf kurzen Wegen zu den Wochenmärkten der Region. Auf ressourcenschonende Produktion und somit auf ökologische Nachhaltigkeit wird hoher Wert gelegt. Ressourceneffizienz auch hier, bei der Firma Keratim, dem größten Fliesenproduzenten nördlich der Alpen. Wärmerückgewinnung dank hochmoderner Öfen und ein geschlossener Wasserkreislauf garantieren eine umweltschonende und damit ökologisch nachhaltige Produktion. Ganz im Sinne eines berühmten Freibergers, Hans Karl von Karlowitz. Er prägte den Begriff Nachhaltigkeit im Jahr 1713. Für die Geschäftsführung von Keratim bedeutet Nachhaltigkeit aber auch soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter eines Unternehmens sind immer das Herzstück. Wir können nur so gut sein, wie unsere Mitarbeiter sind. Und deswegen ist es mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, dass es ihnen gefällt, dass die Arbeit Freude macht und dass sie sich gemeinsam mit der Geschäftsführung im Unternehmen engagieren. Also ich bin ja Betriebsschlosser, dann auch noch Betriebsratsvorsitzender. Ich war Monteur für eine deutsche Firma, die italienische Anlagen aufbauen. Und 1997 habe ich mein Mädel hier kennengelernt und habe mich entschieden, hier in Sachsen zu bleiben. Und bei Keratim.
Die Hochschulen Mittelsachsens nehmen ihre soziale Verantwortung gegenüber Studenten und Mitarbeitern ebenso ernst. Sie bieten beste Voraussetzungen für das Studium mit Kind. Studentin Maria und ihre Tochter sind ein starkes Team. Die beiden profitieren von der idealen Betreuungssituation vor Ort. Für die junge Familie ist Mittelsachsen der optimale Lebensmittelpunkt. Die Wege zwischen Kindertagesstätte und Campus sind an der Hochschule Mittweida besonders kurz. Das Studium dort hat für die junge Mutter zwei entscheidende Vorteile. Der Kindergarten ist nur 500 Meter weit weg. Das ist sehr vorteilhaft für meine Kleine. So kann ich mich voll aufs Studium konzentrieren, also sehr familienfreundlich. Der andere Punkt ist die individuelle Betreuung durch die Professoren. Dadurch fühle ich mich vollkommen wohl in meinem Studiengang und mir macht das Studium voll Spaß. Seit 145 Jahren wird an der Hochschule Mittweida gelehrt und geforscht. Eine praxisnahe Ausbildung und die Integration von Forschungsergebnissen in die regionale Wirtschaft sind Leitlinien der Hochschule. Ein Erfolg dieses Prinzips? Die Quote der Studienabbrecher ist die geringste in ganz Sachsen. Auch das ist ökonomische Nachhaltigkeit. Mittweida ist eine kleine Hochschule. Wir haben eine sehr enge Betreuung. Wir kennen unsere Studenten, die Studenten kennen uns. Sie können eigentlich jederzeit zu uns kommen, mit uns sprechen. Und ich denke, das ist etwas, das hat nicht jede Hochschule zu bieten. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Eine Fülle von Erfolgsgeschichten wird in Mittelsachsen geschrieben. Nachhaltig. Und wie lautet Ihre?